Ja, also liebe Kolchosnikinnen und Kolchosnikis, also ich möchte euch bitte dringend abraten, die Horoskope von einem gewissen Astro Wolf anzusehen, weil die sind sehr, sehr, also ich mag sie eigentlich überhaupt nicht. Ja, Entschuldigung, darf ich auch was sagen? Und zwar, wir haben hier nämlich den Mond, ja, dritter Teil übrigens. Den Mond haben wir in Konjunktion mit Uranus. Also das ist eine Koinzidenz, die schon, naja, ins Auge springt. Warum? Weil die Quadratur findet auf 7 Grad 13 statt und der Mond ist auf 7 Grad 51. Aufgrund meiner Rechenkünste würde ich sagen, ist es ungefähr ein bisschen weniger als 40 Minuten. Ja, ich kann gewaltig rechnen, auch ohne Taschenrechner. Naja, nicht so sonderlich. Und der Mond kommt aus dem 10. Haus und offensichtlich stirbt da jemand aus dem 10. Haus. Und ich habe hier, ich meine, das ist wieder Reinhold Eberding, die Kombination der Gestirnseinflüsse. Ich habe mal hergenommen Saturn-Uranus, der übrigens hier, habe ich mal angestrichen, für Konflikte, Auflehnung, Freiheitsdrang, herausforderndes Verhalten und hier unten Auslösungsmöglichkeiten, sich gegen Bevormundung und Freiheitsbeschränkung wehren, Streit, Trennung, Gewaltanwendung, Eingriffe in das Schicksal, aber das wollte ich euch nicht zeigen, ja? Hier steht unter Mond, ja? Weil der Mond ist ja hier in Konjunktion mit dem Uranus. Moment, muss ich wieder herrschen. Der Mond ist ja hier in Konjunktion mit dem Uranus. Hier steht, ja? Unter anderem starke seelische Spannungen, Depressionen, Unbeständigkeit und jetzt kommt's. Trennung von weiblichen Personen. Also das hat mit mir absolut nichts zu tun. Nein, natürlich nicht. Deswegen erwähne ich es auch nicht. Also es könnte sich hier durchaus etwas Heiteres ergeben, wo ich glaube, die Bevölkerung dann eine Woche im Freudentaumel etwas alkoholisiert auch bei Minusgraden verweilen wird. Spannend an dieser Quadratauslösung ist, dass wir hier wieder eine dreifache Quadratur haben, genauso wie dieser Zyklus 1988 ebenfalls dreifach begonnen hat. Wie geht das? Naja, er ist einmal rückläufig, also er ist direktläufig, rückläufig, direktläufig. Also das heißt, der Zyklus hat begonnen 1988, 13. Februar auf 29 Grad 55 Schütze, dann ist er noch einmal gekommen, rückläufig 26. Juni 88 auf 28,49 Schütze und zum Schluss das letzte Mal 18.11.1988 auf 27,48 Schütze. Also diese dreifache Wiederholung und die haben wir jetzt wieder. Ja? Jetzt haben wir wieder die dreifache Quadratauslösung, nämlich am 17. Februar, am 14. Juni und am 24. Dezember. Also ganz spannende Daten. 14. Juni ist natürlich in der Nähe, ja, in der Nähe des längsten Tages und 24.12., glaube ich, brauche ich nichts dazu sagen. Ostern, ein allgemein Gefähr oder Silvester, keine Ahnung, ich verwechsel schon alles. Aber das ist ja eine meiner Spezialitäten. Ja, eigentlich habe ich vom Horoskop noch gar nichts erzählt. Wir haben hier 10 Planeten auf der rechten Seite. Das heißt, es geht um das Kollektiv, es geht um die Allgemeinheit. Und immer bedenken, dieser Aspekt betrifft ja die gesamte Welt. Und hier sehen wir jetzt auf der gesamten Welt den Niedergang der Schwerindustrie, beziehungsweise dann die Transformation in was Neues. Weiter zum 1, 2, 3, vierten Teil haben wir es erraten. Ende.